Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute das Rezept für köstliche Schokibrötchen. Die sind so lecker, meine Kinder lieben die und die sind mit Quark und Vollkornmehl auch viel gesünder als die gekauften Schokibrötchen. Ich zeige euch nun, wie das geht. Ich habe jetzt noch von Ostern ganz viele Schoko-Osterhasen und verwende die als Schokolade. Da könnt ihr helle oder dunkle verwenden, was ihr gerne habt. Ja, und die müssen jetzt heute dran glauben für dieses Rezept. Die Schoko-Osterhasen hacke ich grob. Für die Schokibrötchen gebe ich das Mehl in meine Schüssel. Ich backe die Brötchen gerne mit Dinkelmehl. Ihr könnt dazu nur Vollkornmehl verwenden. Die Kinder haben es immer ein bisschen lieber, wenn ich es mische. Also ich nehme einen Teil Dinkel-Vollkornmehl sowie einen Teil helles Dinkelmehl. Dazu gebe ich Salz, Backpulver. Die trockenen Zutaten mische ich und gebe dazu jetzt die flüssigen Zutaten. Und zwar verwende ich heute Magerquark für meine Brötchen, aber ihr könnt auch die Brötchen vegan backen. Es gibt auch Sojaquark, den ihr verwenden könnt. Den Quark gebe ich dazu. Sowie ein Ei. Das Ei könnt ihr ebenfalls ersetzen, indem ihr ein Chia-Ei oder ein Leinsamen-Ei zubereitet. Das Rezept für die vegane Variante findet ihr auch auf meiner Website. Ich habe es euch unten verlinkt. Zum Süßen gebe ich noch etwas Reissirup dazu. So verrühre ich mal alle Zutaten. Nachdem ich das Ganze leicht verrührt habe, verknete ich das Ganze zu einem Teig. Das könnt ihr von Hand machen oder auch mit der Küchenmaschine. Der ist richtig schön weich, dieser Quarkteig. Wenn ihr den Teig schon fast fertig verknetet habt, gebe ich jetzt die Schokolade dazu. Nicht alles, ein paar gebe ich oben drauf auf die Oberfläche, damit man auch sicher nach dem Kneten sieht, dass es Schokibrötchen sind. Ja, so gebe ich den Teig dann noch auf die Arbeitsfläche. Ihr könnt aus der Menge 4 oder 5 Brötchen formen. Ich mag sie lieber, wenn sie so 5 Brötchen sind, auch 100 Gramm. Und teile meinen Teig in 5 Stück. Forme die Brötchen auf der Arbeitsfläche noch runter. Die Brötchen setze ich auf mein vorbereitetes Backblech. Ich dekoriere sie noch mit der übrigen Schokolade. Ich glaube, es gibt keine bessere Variante, um die Osterhasen zu verwerten. Oder ihr könnt auch zuckerfreie Schokoladendrops verwenden. Die habe ich auch immer zu Hause. Mein Produkt habe ich euch verlinkt in der Infobox. Meinen Backofen habe ich schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und bei 200 Grad backe ich die Brötchen für 20 bis 25 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Bei uns duftet es jetzt herrlich nach den leckeren Schokoladenbrötchen. Die sind so köstlich und so einfach gemacht. Dieses Rezept müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Schokolade ist bei mir erlaubt, denn in einer ausgewogenen Ernährung darf es auch mal was Süßes geben. Und diese Schokoladenbrötchen, die sind viel gesünder als gekaufte Brötchen mit Vollkornmehl. Und ihr könnt anhand von der Schokolade auch steuern, wie viel Zucker in euren Brötchen ist. Aber meine Kinder lieben diese Brötchen und ich habe eigentlich immer Mühe, wenn ich die backe, dass ich selber noch ein Stück bekomme. Das Rezept mit allen Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr wie immer auf meiner Website www.mrsfluri.com. Besucht mich unbedingt auch auf Pinterest. In meiner Pinnwand Brötchen und Brot findet ihr noch viele weitere gesunde und leckere Brotrezepte. Hat euch mein Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr keine weiteren Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.